Liebe Freunde Palästinas, liebe Freunde der Freiheit, liebe Freunde der Gerechtigkeit, liebe Freunde des Kampfes gegen Apartheid, Entmenschlichung und Faschismus. 41 Jahre, 41 Tage barbarischer Krieg, 41 Tage Genozid, 41 Tage Völkermord, 41 Tage Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es wundert uns nicht, was die israelischen Faschisten tun. Denn in dieser Regierung Israel sitzen Faschisten. Benjamin Netanyahu, Gallant, Ben-Gvir, Smotrich, alle sind Faschisten und Rassisten. Das wundert uns nicht, dass sie Genozid in Gaza anrichten. Was uns aber schockiert, ist das Schweigen der Welt. Ist das Schweigen der Welt. Wer heute schweigt, ist ein Mittäter. Wer heute schweigt, rechtfertigt dieses Gemetzel, was in Gaza stattfindet. Vor 3 Stunden hat Israel noch ein Massaker angerichtet. In Jabalia Flüchtlingslager haben sie eine Schule angegriffen, eine UNO-Schule angegriffen, wo Menschen Zuflucht gesucht haben. Wiederum Hunderte von Toten und Verletzten. Herr Bundespräsident, ich hoffe, Sie hören mich. Herr Bundeskanzler, Herr Bundesaußenminister, fordern Sie sofort einen Waffenstillstand. Zeigen Sie Menschlichkeit. In Gaza sterben nicht nur Menschen. Heute in diesem Krieg ist der Mythos der westlichen Humanität gestorben. Ist der Mythos der menschlichen Gleichberechtigung, der westlichen Gleichberechtigung gestorben. Das ist Rassismus. Warum sind unsere Opfer, unser Blut nicht genug dunkel? Oder sind wir nicht genug blond und blauäugig? Aber lassen Sie mich noch eins sagen. Wenn die Regierungen sich gegen uns stellen, Sie und die Millionen weltweit gehen auf die Straßen für Palästina. Von den USA bis Japan, von Schweden bis Johannesburg, bis Südafrika. Das sind die Millionen, die Menschlichkeit zum Ausdruck bringen. Und deswegen sind wir zuversichtlich, dass Palästina siegen wird, dass Palästina frei wird. Und lassen Sie mich noch eins sagen. Israel wird nie in Sicherheit und Frieden leben, solange Palästina nicht in Sicherheit und Frieden lebt. Es lebe Palästina! Es lebe die Freiheit! Aschat Palästin! Al-Majdu al-Khulud! Nishuhadan al-Abrar! Wasa hatman annana lamuntasirun! Shukran! Vielen Dank! Iman Shaka von Dar al-Janoub, einer Friedensinitiative und antirassistischen Initiative, auf die Bühne bitten.